Willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich hier eine Ballenpresse vorstellen. Das ist hier die New Holland 378. Einmal mit Tower steht einmal hier da. Da ist so eine Abschussvorrichtung da. Das werdet ihr natürlich dann auch gleich sehen. Für 5.550 €. 600 Liter hat der Ballen Volumen. Hier handelt es sich um eine kleine Ballenhochdruckpresse. 12 km ist hier die Arbeitsgeschwindigkeit. 20 PS an Leistung. Entsprechend hier 15 km. Ist eine super Maschine, wie man hier sieht. Schon mal, hier haben wir die Abschussvorrichtung. Das ist cool, wenn man dann zu zweit spielt. Ich habe es probiert jetzt vorhin mit dem Vollemi. Ich komme mit dem Vollemi da nicht so ganz zu fahren. Hier haben wir noch eine Kupplung. Hier kannst du noch eine zweite Ballenpresse ranhängen. Ich habe probiert, hier ein HW80 schon mal anzuhängen. Das funktioniert nicht. Ich habe dann hier einen anderen Ballenwagen versucht anzuhängen. Geht auch nicht. Weißt du, das nimmt der Tatcher hier nicht. Komischerweise weiß ich auch nicht warum. Naja, also, aber du kannst hier nochmal eine zweite Ballenpresse anhängen, komischerweise. Ja, also 283 € kostet hier die Leasing. Und dann haben wir hier die gleiche noch einmal, wie wir ja sehen. Dann kannst du hier für 200 € hier diese Kupplung hier noch hinzufügen. Oder ohne. Und kostet hier 216 € Leasing und hier Kaufpreis 4.250 €. Sonst sind die technischen Daten hier gleich, halt ohne diese Abschussvorrichtung. So, haben wir hier unser Stück. Habe ich, wie man sieht, hier probiert mit Vollemi. Einballen hat es funktioniert. Da war ich aber fast hier drin. Naja, ist ja egal jetzt. Könnt ihr selber nachher noch probieren, wenn ihr euch den Mod runterladet. Ja, eines, was mir hier aufgefallen halt ist, ja, das ist jetzt hier das Dreieck. Gehen wir mal hier in die Sicht wieder her, wie wir waren. Und ja, Zapfwelle hier wackelt diese hier leider nicht, wie wir sehen. Ist ein bisschen auf alt gemacht und dann haben wir hier, wie wir sehen, hier die Textur ist sehr pixelig. Du musst weiter weg sein, dann ist es sehr schön. Sonst kann ich hier nichts sagen. Wir haben hier in der Lok hier drin einen Aero drin. Wegen einer ID, wie wir hier sehen. Vertex Material Index 74. Das könnte ein Modder höchstens vielleicht machen, so her mal. Wenn einer sich da annimmt. Sonst habe ich hier von diesem Mod hier keine Fehler gesehen. Ja. So, dann fahren wir jetzt mal ein bisschen und wir schauen uns jetzt auch gleich mal hier. Ups, da ist der Ballen schon weggeflogen. Haben wir es jetzt übersehen jetzt? So. Also, gleich wieder kommt das. Bis zu einem bestimmten Punkt. So, bleibt er liegen. Wir können ja auch mal schauen, ob wir da was sehen. So her. Nein, da sieht man jetzt nix so her. Wir schauen mal hier so her, ob wir was sehen. Nein. Ist alles schön. Und gleich jetzt fällt er runter. Also das ist cool, wenn man mit Nachfahrenden spielt. Finde ich sehr lässig jedenfalls. Wenn man hier sieht, irgendwas bremst jetzt da gerade da so. Vielleicht weil ich die scharfe gerade Kurve fahre. Ja, ein bisschen Spaß muss sein. Also geben wir jetzt mal Gummi. 12 km/h machen wir. Und da fällt hier der Ballen raus. So. Jetzt haben wir das alles wieder ausgeblendet, hoffe ich. Dann sehen wir jetzt hier, also schon lässig hier diese Maschine. Also machen wir diesen Ballen einen noch fertig. So. Haben wir schon wieder einen neuen angefangen. Okay. Schalten die Presse mal aus. Ich glaube, das war mit Z. Ob man da den anderen. Ja, kann man den einen Ballen hier auch noch rausdrücken. So. So, dann klappen wir einfach mal hier unser Gerät mal. Zusammen, also sehen wir hier der Pickup schön rauf und runter. Da sehen wir jetzt hier, geht hier so her ein bisschen so durch, aber das ist nicht schlimm. Das Dreieck, das geht hier leider hier durch, wenn wir das sehen. Ich glaube mal jetzt mal so zusammen, sehen wir das Ganze. Fahren wir jetzt mal hier den mal auf die Seite. Ich finde sonst ein cooler Mod hier das mit den 25 km/h Aufkleber hinten drauf. Hängen wir einfach mal ab. Holen uns jetzt die andere Presse mal. Wenn wir hier die ganzen Opfer da liegen, was ich abgeschossen habe. Eine Presse finde ich ist auch ganz cool.
Das werden wir ja auch gleich hier sehen. Also, schieben wir mal hin zurück. Das Ganze. Da sehen wir hier, ist keine Kollision da. Und haben wir hier das gleiche jetzt hier auch, dieses Dreieck da. Klappen wir jetzt nochmal aus, dann sehen wir, kommt das hier runter. Senken unser Gerät gleich hier vorne. Schalten nochmal ein. So. Der Haufen war relativ groß. Dann sehen wir hier eigentlich, das ist jetzt dafür da, dass der Ballen jetzt so gedreht. Soll eigentlich so gedreht werden. Jetzt geben wir mal Gas wieder. Sehen wir jetzt so her, ja, der fällt dann so auf die Seite und bleibt dann, soll dann nochmal auf so liegen. Aber jetzt liegt er halt so, egal. Liegt er so da, dass wir den besser aufnehmen können oder wie? Ja, ist halt jedenfalls so gedacht, denke ich mir mal. So, hinten das Zahnrad ist animiert. Dann sehen wir jetzt hier also an beweglichen Teile sonst leider nichts. Jetzt schauen wir mal so mal her, seitlich. Jetzt sehen wir sonst auch leider nichts. So her. Finde ich, ist aber nicht schlimm. Die Räder, wie man sehen, die werden schnell schmutzig. Der Pickup, die Räder sind ein bisschen entfernt, wie man sehen, aber sonst finde ich, ist alles okay bei diesem Mod. Ja, wenn dir hier das Video natürlich gefallen hat, dann schau es natürlich wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Jetzt sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.